Gibt es irgendetwas, was wir furchtbar gerne machen? Einkaufen! Machen Sie sonst noch gerne was? Monster töten, sonst so Auftragsport. Richtig, das sind unsere großen Hobbys. Das Problem ist, das Töten der Monster dauert jetzt bedenklich lange. Richtig. Was mich zu einem Antrag führt. Du musst nochmal in die Arena zu stopfen? Nein, nicht unbedingt, aber das ist natürlich auch ein schöner Antrag. Aber was mich auch zu einem mein Antrag lautet, legen wir beim nächsten Elite-Monster vor Beginn des Kampfes, also quasi mit Beginn des Kampfes, ein Gesprächsthema fest, dann haben wir genug Zeit darüber zu diskutieren. Richtig. Also, nachdem wir jetzt das 78.000 Punkte Monster besiegt haben, wäre als nächstes mit den 6.000 Punkten mehr der große Dämon von den Kijara-Fällen dran. Bestimmt nicht feuerempfindlich so mit Wasser. Ich sage, der ist empfindlich gegen Wind. Und dann mache ich Tipo Trampolin auf ihn. Könnte natürlich auch heilen. Könnte ich den Antrag stellen, dass du es bitte auf Heilen sein belassen wirst? Geh einkaufen, Fuchs. Hab ich schon. Echt? Ja. Ja. Sekunde, ich muss den Antrag kurz auf Gültigkeit prüfen. Ausnahmsweise stattfinden. Hansdampf in allen Gassen? Ja. Warum auch immer. Antrag angenommen. Was hast du bekommen? 3 Tränke. Bewegungsdrang. Yay. Kraftschub. Yay. Katzenminze. Yay. Adernstieg. Yay. Gib die Tränke aus. Und Femme Fatale. Guck mal, es wackelt. Ich finde immer noch, das sieht aus wie eine Mischung aus Krebs mit Oktopus. Ich möchte eins festhalten, es war nicht wobbel, wobbel, wobbel. Was macht's denn? Es macht flip, flip, flip. Flup, 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 da würde ich eher an ein was Fliegendes denken. Ja, mach doch, guck mal, seine beiden hinteren, also nicht die mit den roten Spitzen, sondern die komplett grauen. Mach flup, flup, flup. Und reckt sein Bein durch Steine. Einfach mal oben drüber. Die Aussicht gefällt mir viel besser. Habt ihr euch eigentlich auf ein Gesprächsthema geeinigt? Nee, noch nicht. Nein. Ja, dann schlag mal was vor. Sekunde, ich versuche ein gutes zu finden. Wie gesagt, diese Kämpfe dauern bedenklich lange. Wir könnten darüber reden, was du da gerade tust. Ich gucke, ob ich hier ein lustiges Buch finde, dass wir irgendwie das Gesprächszimmer nehmen können. Die Schränke sind voller Bücher. Die Wandschränke. Oh. Und da verschwindet das Kai wieder. Dritte Reihe von oben, sechstes Buch von rechts. Und was lesen wir heute? Heller Mond, dunkler Schatten von Wilbur Smith. Ah ja, worum geht's in diesem Buch? Der Großwildjäger Jean Courtney ist mit seinem alten Freund Ricardo Montero, einem Multimillionär aus Alaska, in Simbabwe auf Safari. Begleitet werden die beiden von Monteros hübscher Tochter Claudia, der die Jagd zwar ein Gräuel ist, aber ihren krebskranken Vater auf seiner letzten Abenteuertour begleiten will. Ehe er sterben muss, möchte Montero noch den legendären Elefantenbullen Tocotela erledigen. Weiter. Im Grenzgebiet von Mosambik gelingt es der Jagdgesellschaft, den Elefanten zu stellen. Ein Kampf auf Leben und Tod beginnt. Zudem geraten Jean und Claudia in dem vom Bürgerkrieg verwüsteten Land in die Hände von brutalen Guerillos. Das Liebespaar ist aufs Höchste bedroht. Wo kam denn raus, dass Jean und Claudia ein Liebespaar sind? Nirgendwo. War es das mit der Beschreibung? Das war der Klappentext, ja. Okay, ich frage mich allen Ernstes, was für ein Genre wollte der Autor schreiben? Abenteuer, Romantik, Mischung, Action. Sagt die Washington Post. Abenteuer, Romantik, Mischung, Action, noch ein guter Schuss Groschenroman da rein. Richtig. Aber Fuchs hat das Buch ja ausgesucht.
Okay, reden wir also über Groschenromane. Warum nicht? Ich nehme das Buch mal mit, dann kann ich in meinem Bedarf mich jemand an die Leine nehmen und ich lese ein paar Zeilen draus vor. Das klingt nach einem guten Plan. Also, meine Damen und Herren, Sie hören heute Ausschnittslesungen aus dem Buch, wie heißt es? Heller Mond, dunkler Schatten von Wilbur Smith. Danke sehr. Des Weiteren sehen Sie den größeren Dämon X. Richtig. Ich weiß nicht, was du da gerade machst, Fuchs. Ich nutze so lange die Gelegenheit zu naschen. Ja. Richtig. Nochmal ein bisschen Schokolade zu töten. Ich weiß auch nicht, was sie da tut. Aber wir wissen jetzt wenigstens, wofür wir diesen Kampf nutzen können. Danke sehr. Was ich mache? Ja. Das da. Ah, wieder auf. Habe ich sowas auch? Ich guck gerade. Punkte habe ich genug. Deswegen gucke ich gerade. Nein, Mila ist es noch nicht vergönnt. Ist das Level? Was für ein Level ist das denn dann? Das ist kein Level, das ist Rückzahlung. Ich mach dir das mal rein, ne? Ja, tu das. Und KP-Schub 2 ist auch immer cool. Mhm. Also jeden Moment werden Sie Diskussionen über Groschenromane und Beispiele aus dem schönen Roman Heller Mond, dunkler Schatten genau aus dem hören. Okay. Ich frage mich allen erstes, warum lesen Leute Groschenromane? Das sind das so wunderbare... Also, erstmal müssen wir definieren, was Groschenromane sind. Sind Groschenromane furchtbar schlecht und auf nur Profit geschriebene Bücher, die nur im Taschenbuchformat für wenig Geld verkauft werden? Feueranfällig, sage ich doch. Feuer und Hämmer, sehr schön. The four. Are you ready? Das war eine Alternative, die man definieren könnte. Geben Sie uns weitere Alternativen, Fräulein Kai. Oder... Ja, sind das halt bloß Bücher, die es im Taschenbuchformat gibt. Egal, ob das jetzt große Kultur ist oder ob ich, wenn ich beispielsweise Faust vom wunderbaren gelben Reklamverlag kaufe. Also, das würde ich jetzt auf keinen Fall als Groschenroman sehen. Ich auch nicht. Ich finde, ein Groschenroman sind auch Profit geschrieben. Das ist schon mal sehr wichtig für die Definition und sehr wichtig für die Definition. Des Weiteren, glaube ich, Groschenromane zeichnen sich vor allem durch schnulzige Liebesgeschichten aus. Was wiederum mit dem Profit zu tun hat, weil es das entsprechende Publikum höchstwahrscheinlich sowas gerne lesen will, die allerdings auch fern jeglicher Realität sind. Spielen Groschenromane in irgendeinem bestimmten Zeitraum, beziehungsweise kann ich genauso gut schnulzigen Groschenroman als Futur... Story haben oder kann ich es irgendwie historisch ansehen oder muss es in der aktuellen Gegenwart, also die alten Groschenromane halt in den 60ern spielen? Ich glaube, das ist vollkommen frei wählbar. Ja. Die Hauptsache ist halt die schnulzige Liebesgeschichte. Eigentlich kann man sagen, sind Groschenromane eine Seifenoper in Taschenbuchform? Ich weiß es nicht. Okay, ich weiß, meine Großmutter hat die ab und zu mal gelesen, aber... Meine auch? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, wir haben sowas zu Hause, weil meine Tante es uns geschenkt hat, als sie aussortiert hat. Obwohl nein, da waren hauptsächlich Krimis und Thriller und alles Blutrünstige drin. Gut, die werde ich jetzt kaum mal zu den Groschenromanen zählen. Es sei denn, das ist quasi als Nebengenre drin. Gut, Genre, Thriller, Groschenroman. Gut, Hauptcharakter in einem Groschenroman, ist das immer was Weibliches oder immer was Männliches? Also, meistens, wenn ich da irgendwas da empfunden habe, ist das ein Weib. Richtig, das ist meistens weiblicher Hauptcharakter. Ich glaube, es fällt mir gerade nichts ein, wo ich meine Groschenroman-Zusammenfassung gelesen hätte, wo gut der Hauptcharakter männlich gewesen wäre. Woran liegt das? Ist das, versiegelt. Ja, ich sehe es. Ist das Hauptklientel, das, die Zielgruppe weiblich? Frustrierte Hausfrau.
Ja, frustrierte Hausfrauen. Was mir auch immer auffällt, wenn ich mal sowas durchlese, es kommt mir auch immer so vor, als wäre es überverhältnismäßig oft im Adel angesiedelt oder halt in den gehobenen Bürgertum. Also so GZSZ-Variante. Ein bisschen, ja. Ich habe so wenig von den Büchern in der Hand. Ich lese sowas, also die Klappentexte manchmal aus Interesse durch. Ich habe noch nie einen Groschenroman gelesen. Ich weigere mich auch eigentlich. Jilla, warum sind Sie Zauber? Weil sie keine TP hat. Sie hatte genug TP. Sie hatte 50 und braucht 45. Also, wir haben jetzt geklärt, hauptsächlich frustrierte Hausfrauen lesen Groschenromane. Die Frage ist nun, warum? Ist es der Wunsch nach Abenteuer und Romantik? Im Adel. Im Adel? Warum eigentlich im Adel? Was finden die Leute am Adel? Ganz ehrlich, ich bin sehr froh, dass ich nicht zum Adel gehöre. Also ich hätte keine Lust in irgendwelchen komischen Schmonzetten, sonst was gedöhnt. Heften. Das ist... Und ich bin versiegelt, daran könnte es liegen, dass es mit den Zaubern nicht so klappt. Nein, das ist gerade erst aufgetreten, jetzt ist es auch wieder weg. Der Adel. Ich meine, ganz ehrlich, der klassische Groschenroman, so wie ich das mitkriege, besteht ja wohl aus Adligen, die einander anschmachten. Und was machen die dann? Sie anschmachten. Ja, und was ist da die Story so? Abgesehen davon, dass sie im Adel stattfinden. Naja, es gibt immer eine Liebesgeschichte. Und, also eine sehr schlechte Liebesgeschichte, die einfach eigentlich quasi nur darauf steht, wie unglaublich gut aussehen beide sind. Oder was da, mein Gott, was die Eltern sagen würden, wenn doch... Genau, das ist, da komme ich gerade zu, Fuchs. Und meistens gibt es dann Probleme. Ha! Er hat mich nicht gekriegt! Richtig. Probleme wie, die Liebe wäre nicht standesgemäß oder es gibt einen Rivalen. Ja, und darum dreht sich dann alles. Also ich glaube, dann haben wir hier keinen typischen Schnulzen-Groschenroman. Wieso nicht? Weil wir es immer noch da wenigstens dabei haben, dass die irgendwo in Simbabwe auf Elefanten jagen. Man braucht ein Setting. Und wie du gerade schon sagtest, anscheinend sind die beiden ein Liebespaar und geraten in Gefahr. Hä? Und vor allem, dann schön ist hier auf einmal am Anfang des Textes, ja, so und so und so und so. Und auf einmal, ja, die sind ja ein Pärchen. Was? Eben, mir kam das auch so vor. Eben hat angefangen, das zu schreiben und plötzlich entwickelte sich das ein bisschen eigenständig weiter. Seht ihr, wenn man über Groschenromane diskutiert, geht so ein Kampf viel schneller hoch. ich frage mich ganz ehrlich, nein, ich frage mich. Das war die ursprüngliche Frage, was finden Leute an Groschenromanen, aber ich gehe hier weg. Ich habe gerade so TP-Probleme gehabt. Ich bin versiegelt. Ich bin nicht mehr versiegelt. Ich habe so einen dritten Partner gerade. Müller, dir geht's da oben gut, ne? Ja, sicher. Aber, kennst mich doch. Ich bin die, ich bin die fliegende Sondereinheit. Weißt du, was meine Strategie in Teil 1 gegen... Autsch. Den Goldmagieritter war in den späteren Durchgängen. Wieso ist Gaius mit mir verbunden? Weil er mich mit dir verbunden hatte. Warum der fühlte sich dir verbunden, wie in einem Groschenroman. Der König von Riesemax. Mit dem Herrn der Geister. Wer ist jetzt Adeliger und für wen ist das nicht standesgemäß? Was war der schon? Ja. Ich sag doch, wenn man diskutiert, ist alles viel einfacher.
Wir haben nur 6 Minuten gebraucht. Okay. Also, den großen Dämon kann ich dann mal abstreichen. Und damit sind wir bei einer neuen, sehr interessanten Idee. Also, ein Groschenroman in der Welt of Tales of Xillia. Oh nein, bitte nicht. Der, oh Gott, jetzt muss ich es übertreiben. Der König von Riesemaxia, Gaffodarius der Erste. Also es spielt weit nach unserem jetzigen Riesemaxia. Ja. Oder in einem parallelen Splitter Riesemaxia. Oh, die Afro-Frisur. Die kenne ich gar nicht. Eben, die ist aus dem Land von Kanan. Zurück zu König Gaffodarius von Riesemaxia dem Ersten. Ist ein gut aussehender, schwarzhaariger König. Ich hätte jetzt fast Jüngling mit Haar gesagt, aber das ist ja leider nicht mehr. Er ist ja doch schon etwas älter. Auf jeden Fall... Kugel die Afro-Visor. Trifft eines Tages... Gib sie bitte bei Gaius mal an. Oh Gott, wie spinne ich das möglichst bescheuert. Auf die junge Reporterin Leia Rolando. Nein, die muss auch umbenannt werden. Auf die junge Reporterin, ich glaube, wir müssen den Hut nochmal neu färben. Oder geht das auch so? Ist egal, gib ihm die Afro-Frisur. Was? Wir sind in den Bonusfolgen, mir ist jetzt alles egal. Wenn du willst, dass ich gleich in den Kämpfen noch aktiv bin. Lass das an. Gut, also Yoshi möchte gleich... mit Ellie allein rumrennen. Wieso? Dann nehme ich Lu. Ist mir doch egal. Und dann möchte ich Gaius' mystische Art sehen. Okay, wenn wir die unbedingt... Müssen wir nochmal einkaufen gehen? Ja. Also wenn wir die unbedingt müssten, müsste ich jetzt nochmal neu nachdenken. Aber gut, dann machen wir es anders. Der junge König, Urston Outway. Nein, das ist immer noch unser Modell. König Gaius von Riesemaxia, der erste seines Namens. Also es ist eine Fanfiction, ja? Es ist eine. Es wird eine Fanfiction. Klang. Fanfictions ähneln sehr oft Groschenromanen. Es kommt drauf an, manche sind auch wirklich gut, aber manche sind wirklich, wo man denkt. Ich rede hier über den Großteil. Also, das sah aus wie das Buch. So mit Ecken und Kanten. Manche Formulierungen in Harry Potter Fanfictions sind echt schön. Sie hatte immer davon geträumt, in den verbotenen Wald zu gehen und gefährliche Tiere zu treffen, wie Harry Potter. Harry, du wildes, gefährliches Tier! Ja, da müssen wir Ginny fragen. Also, nochmal zurück zu dem Groschenroman. König Gaius von Riesemaxia trifft die junge Reporterin Leia Rolando und sie versteht... Versterben sie unlieblich? Ja, sie versterben. Gut, damit ist die Geschichte schon mal schön. Sie sind tot, aber die Geschichte ist zu Ende. Sie sterben und kehren als Geister in unsere Welt zurück. Oh Gott, jetzt habe ich ein Gaius-Fossil gefunden. Von ihren Beschwörern... Ja? Ihre Beschwörer bekriegen einander und... Kannst du abnehmen. Ich bin nicht der gut darin, mir Groschenromane auszudenken. Wirklich? Okay, wir müssen die Rollen einfach umändern, dann wird's einfacher. Also König Gaius von Riesemax, ja, der muss König bleiben, das passt am besten. Mhm. Oder wir siedeln es ein bisschen um und ändern die Geschichte leicht. Also Großherzog Gaius? Ich wollte gerade Kronprinz draus machen. Okay, Kronprinz Gaius? Kronprinz Gaius trifft auf einem Empfang, als er sich von dem Trubel ein wenig erholen will, in der Küche die Dienstmagd Leia Rolando. Doch die beiden verlieben sich unsterblich ineinander und beschließen, ein miteinander durchzubrennen. Doch Gaius... Wenigstens weiß die Dienstmagd, wie sie kochen kann. Ja. Doch Gaius' finsterer Berater Winkle möchte die beiden entzweien. War das Berater oder Brater? Berater und Berater, der kann beides. Möchte die beiden auf jeden Fall entzweien. Das Ganze wird noch komplizierter, als Gaius plötzlich Konkurrenz in Form des adretten Elvin Svent bekommt. Ich hab gedacht, jetzt kommt der Kronprinz und bekommt Konkurrenz von einem süßen kleinen Medizinstudenten. So, dass er Ärztehilfe
werden die beiden trotz dieser widrigen Umstände zueinander finden und kann sich Gaius gegen die Avancen der Großherzoge im Musée erwehren. So! Das wäre jetzt der Groschenroman klassisch in dieser Welt. Ich möchte vielleicht doch lieber Schrei der Liebe lesen. So, und wenn das jetzt irgendwer mit halbwegs Talent da draußen gehört hat, ich will das jetzt als Fanfiction lesen. Bitte nicht. Also ich würde es auch lesen. Wir würden sogar ein Let's Read daraus machen. Richtig, mit verteilten Rollen. Je nachdem, also wir würden vielleicht noch extra Leute dazu einladen, die dann auch die verschiedenen Leute mitlesen müssen. Ein Hörspiel. Wir kriegen bestimmt noch lustige Geräusche hin. Eben, Geräusche kriege ich immer hin. Übrigens, hatte ich erzählt, dass mit meinem wunderbaren neuen Headset eine Unmenge an Soundgeräuschen dabei war? Nein, das hast du noch nicht auf diesem Kanal erwähnt. Gut, also das heißt, wenn wir demnächst einen von 8 verschiedenen Explosionstönen haben, könnte es sein, dass ich den beigesteuert habe. Wunderbar. Ich bete, dass niemand das aufschreiben wird. Das also muss ich selbst machen. Viel Spaß. Wir müssen auf der nächsten Convention für diese Folge Werbung machen. Da wird sich bestimmt wer finden. Einzureichen ist das Ganze bitte unter Wahnsinn mit 8 Füßen @gmail.com. Ihr könnt uns auch quasi irgendwie eine Nachricht über unseren YouTube-Kanal Gedönster Dingsbums Dingsbach hier schicken. Hauptsache ihr schickt uns einen Link. Er kann auch meinetwegen unten in die Kommentare rein, ist mir relativ wurscht. Ich finde den schon. Dimensionsriss. Okay. So, jetzt haben wir natürlich... Sind wir aufgeladen und eingekauft? Wir sind aufgeladen, wir sind eingekauft. Ja. Gut. Ich weiß nicht, was mit Fuchs los ist. Ich glaube, sie kommen noch immer nicht über meinen Groschen rum, Mann, ganz hinweg. Und dabei haben wir die Afro-Frisur. Ach, das ist egal. Der junge Kronprinz Gaius kann heute mit seiner Afro-Frisur rumrennen. Eben. Und ich meine, ich habe noch nicht mal lustige Szenen aus dem Buch hier vorgelesen, die ich so einfach spaßeshalber aufgeschlagen habe. Ja, guck mal, das können wir uns ja für den nächsten aufheben. Wo war der? Dimensionsriss. Den suche ich gerade. Der ist in einer anderen Welt. Nur so zum Spaß. Ah, oh, okay. Ja, ich heule! Dann kannst du jetzt auch speichern. Ich sehe es! Ach so, du siehst das Monster. Ich dachte, du siehst, dass sie heult. Ja, das sehe ich vielleicht auch. Bis wann kommt man von hier noch von dir weg? Keine Ahnung, ich habe kein Internet. Bis 10 geht das locker. Okay. Also. Sonst, Groschenromane. Oh, fear. Ja, Groschenromane sind natürlich... Autsch. Ich weiß gar nicht, in was für einer Stückzahl werden die eigentlich aufgenommen. So viel. Ich weiß nicht, ich meine, es gibt ja 100.000 quasi. Meine Minen bringen mir nichts. Wenn ich dir nicht gerade rein Todesglocken tun, bla bla, dann ich werde von einem Schmetterling angefloppt. Flapp zurück. Ich kann nicht flappen. Dann flupp, flapp, flupste. Ich hab Wichtigeres zu tun. Guck mal, dein Unterstützen halt. Kapodaios der Erste. Jetzt, wo er den Afro hat, ist der auch wirklich Gaffodaius. So stelle ich mir Gaffodaius einfach super Hähnchen vor. Dann kriegt er noch ein lustiges Stirnband. Hier bei Gaffodaius benutzen wir nur die frischsten Hähnchen. Komm runter, Pi! Das war falsch. Also, wir sind immer noch bei den Groschenromanen, glaube ich. Ja, das war bislang der Plan. Groschenromanen. Und ich fragte, welcher Stückzahl. Und du sagst, es sind, von denen werden ja 100.000 aufgelegt. Also, es gibt 100.000 verschiedene davon. Richtig.
Und Puff meint, es wären zu viele Unterstützer. Also auch pro Teil. Ja, durchaus richtig. Ist die Frage, sie werden ja offensichtlich gekauft. Kann man dann wirklich sagen, dass es zu viele sind? Da ich von diesem Groschenroman nichts halte, ist meine Meinung in diesem Sinne nicht sonderlich. Ja, aber das ist deine Meinung, ist ja gerade die Sache. Wir reden ja hier gerade objektiv. Also es ist zumindest offensichtlich so, dass es sich lohnt. Richtig, was wir davon halten, ist eine ganz andere Geschichte. Ich halte nämlich auch nichts davon. Was denn, wenn ich mich amüsieren will, kann ich mir das durchaus. Lauf, Männer, lauf. Egal was du tust, lauf. Danke. Kein Problem. Frage ist, wie würde Mila in unseren Groschenroman reinspielen? Sie ist ja dann offensichtlich die Schwester von Großherzogin Musel. Richtig. Ich meine, wer sind unsere Hauptcharakter? Das sind Leia und Gaffo. Gaffodaius, der Afro-Prinz. Naja, ich würde mal vermuten, dass Großherzogin Mila. Ja. Als beobachtende Instanz und vielleicht Unterstützung von Küchenmarkt Leia da ist. Eben, ich kann mir nämlich vorstellen, sie ist eine wütige Herzogin. Die sich denkt, ja klar, ich hab da diesen süßen Medizinstudenten an der Angel. Richtig. Soll sie den in Ruhe lassen? Gott, hatten wir gerade eine oder Elvin? Elvin ist der Konkurrent. Elvin Sven. Jetzt kommt allerdings das große Problem dazu, was passiert, wenn sich der Medizinstudent und der adrette Großhändler Sven treffen. Wieso sollten die das tun und wo sollte das Problem sein? Ich kenne doch Elvin. Also ich sehe ja das große Problem, was passiert, wenn der Großhändler Sven auf die Großherzoge trifft. Ich komm nicht so hoch, Mila, wo bist du? Bin und, ja schon da. Und du darfst auch nicht vergessen, hier, die kleine Fürstin Elise Lutus, die findet ja die Küchenmarkt verdammt heiß. Wir können nicht alle als Nebula anbringen. Nein, das ist richtig. Wie spielt Elise da rein? Die müssen alle vorkommen. Sonst ist das irgendwie nicht komplett. Ich bin mal. Nicht tot. Ich wollte gerade sagen, ich bin mal eben weg. Im Sinne von, ich komm mal von dem Vieh ab. Nein, musst du nicht. Leia, Leute. Elise, falscher Kreis. Elise, falscher Kreis. Ich mag mich täuschen, aber ich sterbe irgendwie wesentlich weniger, nachdem wir uns über irgendwelchen Schwachsinn unterhalten, als wenn ich voll konzentriert bei der Sache bin. Richtig. Außerdem glaube ich, so sind die Kämpfe auch wesentlich interessanter anzugucken. Ich meine, das wird wahrscheinlich jetzt eine Folge mit extremer Überlänge, weil wir so lange über unseren Groschenroman diskutieren, aber sei es drum. Ich will diesen Groschenroman in einer Folge haben. Also, den kreativen Seelen da draußen überlassen wir Eddies Rolle in der ganzen Geschichte. Ich bin gespannt, sie zu sehen. Autsch. Mila, das war die falsche Richtung. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Und wie passen wir runter rein? Ist das der Großvater bzw. der aktuelle König? Der ging alles. König Rowan der Erste. Vater von König Kronprinz Gaius. Gaffo. Von Kronprinz Gaffo, ja. Von Kronprinz Gaffo dem Ersten, dem Afro-Prinzen. Ja, Gaffo der Afro-Prinz. Gaius, hör auf zu meckern, du, wir haben die Rolle inzwischen für dich festgelegt. Richtig. Er ist der Hauptcharakter, soll er sich doch mal freuen. Eben, endlich wird ihm mal die Ehre zuteil, nicht nur ein unterstützender Charakter oder Antagonist zu sein. Wir wollen als Hauptcharakter, er kann sich an Leia ranschmeißen, ich weiß nicht, ob er so unbedingt will. Aber muss er wohl.
Das ist eine Fanfic, da können die alle so vollkommen out of character sein. Natürlich. Out. Eben sehen wir nicht den Afro-Prinzen mit seiner coolen mystischen Art. Teil 1 war das? Ja. Dann mach dein Verbindungspartner statt dir. Weibin. Doch. Doch, Weibin. Wir sind natürlich. Weibin Stachel. Stecher. Der ist wieder unten. Wir sind wieder unter einer Million. Ja. Ja, dafür fliegt das Teil und es geht was gegen alles, was es hält. Ja, okay, gut, das ist ein Argument. Ja, wenn es fliegt, sind es gegen die Pistolen, wenn es am Boden ist, gegen alle Angriffswaffen. Ja, aber es trotzdem gegen die ganzen Elemente. Das ging mir zu schnell. Das war auch eine große Tornade von dem Spiel. Mir wird nichts bringen, wenn ich den mache. Ich kann jetzt so ähnlich ja auch, aber... Was hält König Rowan eigentlich davon, was sein Sohn da treibt? Ich weiß nicht, so lange er war. Ich weiß nicht, also ich würde behaupten, König Rowan. Dem ist es egal, solange sein Sohn seine Pflicht nicht vernachlässigt. Das ist wahr. Oh, nicht schon wieder so eins. Lass die Heilerin ruhen. Ich meine, im Prinzip hat sich König Rowan aber wahrscheinlich auch noch rein eingeheiratet. Nein, das ist König Rowan, der hat über ihn den Krieger den Thron gewonnen. Nachdem er sich erstmal da reingeheiratet hat. Das ist halt Bestandteil der Intrige gewesen. Ah. Der hat. Oh, er ist nur der Stiefvater, er hat Gaius Mutter geheiratet. Da hat Gaffos Mutter geheiratet. Tschüss. Und Gaffo war dann halt noch zu jung, als seine Mutter gestorben ist. Das richtig, halt... aber noch unmündig. Kommst du runter? Hol ihn runter, du hast Stufe 4! Ich weiß aber nicht, ob ich ihn dann treffe oder ob ich ihn runter. Fallender Schnee! Fallender Schnee ist die Antwort für alles! Genau, die Geschichte spielt bei fallendem Schnee. Oh, im Winter. Im Winter in Kanada. Kannst du das sehen, wenn das Sommer ist? Nö. Aber im Winter ist es nochmal eine Nummer kälter. Wofür wird der Empfang wohl gehalten? Bei dem er... Für die Verlobung. Verlobung mit wem? Die anderen für die Verlobung. Mit wem? Ist euer Gott schon nochmal, ich werfe nur was ein. Okay, mit wem haben wir eine arrangierte Verlobung? Oh Gott, jetzt... Wahrscheinlich mit Großherzogin Muse. Glaube ich nicht. Okay, mit wem würde Rowan seinen Stiefsohn verheiraten? Ja, wahrscheinlich mit der Seite von Olympios. Richtig. Wen könnten wir als Atem von Olympios? Da kennen wir quasi ja nur Erwin. Vera. Was für einen Titel geben wir Vera? Schon wieder. Kriege ich einen Aufdruck? Ja. Naja, so steht es wieder. Immerhin haben wir uns jetzt so lange schon mit unserem Groschenroman, den irgendjemand für uns schreiben soll, beziehungsweise unserer Bad Fanfiction. Ja, Bad Fiction. Ja. Und der Name. Beschäftigt, dass ich noch nicht dazu gekommen bin, hier Heller Mond, dunkler Schatten zu lesen. Wenn jetzt alle mal aufhören könnten zu sterben! Ich gebe mir Mühe! Dann hätte ich vielleicht irgendwann wieder die Chance, die Situation unter Kontrolle zu kriegen. Ja, ist ja gut.
nochmal. Ich weiß. Aber komm, wenn wir Vera reinbringen, haben wir wenigstens wieder Nova als Comic Relief Charakter. Ja. Ah! Ich glaube eher Nova kommt dann an und versucht da Profit noch rauszuschlagen. Das könnte auch so ein Nebenplot werden mit dem schweigsamen Geschäftsmagnaten Kresnik. Hat unsere Küchenmarkt auch was mit dem oder ist das die Aufgabe für. Das ist die Nebengeschichte für Nova. Okay. Heilerin bewegt sich nicht. Oh, Heilerin sieht Sterne. Korrekt. Und der Afro-Prinz! Kriegt er seinen Hut wieder? Nicht jetzt! Das Spiel einem jetzt leid, es hat einmal die Mystische von Geist und jetzt das abgekriegt. Nö, das steht ja noch ziemlich gut. Ja, es heilt sich ja die ganze Zeit. Echt? Ja. Wenn es einen angreift und die einen dann so die HP abzieht, dass nur noch ein HP übrig bleibt, dann heilt es sich dabei gleichzeitig. Oh, das erklärt einiges. Das ist ja nicht besonders freundlich. Tipo, warum bist du an? Geh sofort zurück! Irgendwie scheint mir, Fuchs achtet viel mehr auf das Vieh, als dass er sich überlegt, was wir für unsere lustige Geschichte anstellen. Eben, Fuchs, du machst das falsch. Das hier ist ein ernsthafter Durchgang dieses Spiels. Du musst über Quatsch diskutieren. Meinetwegen kannst du auch sagen, wir bringen irgendwie eine Elefantenjagd da rein, ne? Ist das mein Stichwort und ich muss was vorlesen? Nein. Ich glaube, wir brauchen dich gerade. So ein bisschen. Ja, du suchst gerade wieder irgendwo was. Da. Da die immer nicht so recht gerne auf die Heilerin gehen. Guck mal, ich guck mal da oben. Also ich brauche nicht unbedingt deine Aufmerksamkeit gerade in diesem Kampf, ich brauche aber mehr einen intelligenten Spieler, der wenigstens was Sinnvolles tut. Lila an der Leine ist zwar ganz nett für Ellie, aber gerade nicht nützlich. So, ja, also ich glaube, zu dem Plot des Groschenromans ist alles gesagt. Wie gesagt, wer sich daran versuchen möchte. Wir sind gerne bereit. Zu sagen, wir sind für diesen Mist verantwortlich. Ellie, das war die falsche Art. Siehst du, was du jetzt davon hast? Ellie, alle sind fast tot. Okay, das kann ich nicht haben. Toll, Ellie, jetzt kriegen wir es wieder nicht mehr unter Kontrolle, weil du einmal die falsche Art eingesetzt hast. Ellie, die ist doch wohl hoffentlich klar, das ist ein empfindliches Gleichgewicht. Heilen ist Kunst. Da, siehst du. Und jetzt? Ja. Ah. Und das hat er vorhin. Ja. Das macht er so gerne. Siehst du, die Heilung ist Kunst. Und wenn man nur einen Fehler macht, ist gleich geht alles den Bach runter. Und er heilt sich mit dem, was uns abzieht, wesentlich mehr als das, was wir eigentlich an Punkten haben. Ja. Oh,
Okay, Lähmungen wollen wir hier nicht. Tote Milas wollen wir eigentlich noch viel weniger. Sie sich nicht sicher, welche Waffe sie nutzen. Nein, ich bin, wollte eigentlich. Nein, Ellie, hör auf zu zaubern, du musst spotten. Einmal gesaugt, einmal 4000 abgeholt. Das Viech ist schon so ein bisschen leicht nervig. Und hättest die Fähigkeit nicht, wäre es schon mal in einem Super. Dieser Kampf wird gerade erschreckend langweilig. Richtig. Das ist dein Stichwort. Dein Stichwort. Dann, super. Soll ich einfach irgendwo aufschlagen? Ja. Wissen noch alle, worum es geht? Ungefähr. Um Jean mit seinem Freund Ricardo und dessen Tochter. Wie auch immer sie hieß. Claudia. Claudia. Auf der wunderbaren, komischen Jagd nach ganz vorne anfangen. Fangen wir ganz vorne an, damit wir wissen, wie dieser Roman überhaupt anfängt. Okay. Sie saß nun schon über 2 Stunden da, ohne sich zu bewegen. Die Qual war kaum noch zu ertragen. Jeder einzelne Muskel schien bebend darauf zu warten, sich wieder strecken zu können. Ihr Gesäß war gefühllos geworden und trotz dringender Empfehlung hatte sie ihre Blase nicht entleert, bevor sie ins Versteck gegangen waren. Die Männer hatten sie irgendwie gestört und noch war sie im afrikanischen Busch zu unsicher, um sich ein verstecktes Plätzchen zu suchen. Jetzt bereute sie ihre Scham mit Ängstlichkeit. Durch den Seestift in der rohen Grasverkleidung des Anstands starrte sie in einen schmalen Korridor, den die Gewehrträger durch das Dickicht geschlagen hatten. Sehr sorgfältig, denn schon der kleinste Zweig lenkte ein Geschoss ab, das 1000 Meter in der Sekunde fliegt. Der Korridor war 60 Meter lang, so genau abgemessen, dass das Zielfernrohr präzise eingestellt werden konnte. Ohne den Kopf zu drehen, blickte Claudia seitwärts auf ihren Vater. Sein Gewehrlauf ruhte in einer Astgabel vor ihm. Die rechte Hand lag locker auf dem Schaft. Zum Zielen brauchte er das Gewehr. Da kann ich nichts für, das steht ja. Entschuldigung. Mein Fehler. Zum Zielen brauchte er das Gewehr nur ein wenig anzuheben. Also, du hast die erste Seite durch. Da Nein, ich habe die erste Seite nicht. Ich habe die erste. Mir fehlt hier noch so. Ja, aber okay. Das finde ich gerade mal ein guter Abschnitt, um was zu sagen. Ja. Es hat sich soeben ein Klischee bestätigt. Der Umgang ist weiblich. Richtig. Wo bin ich? Bruder. Ich bin tot. Nein, du stehst. Feuer auf. Nein, es ist tot. Der Hauptcharakter ist weiblich. Anscheinend gut behütet. Also eigentlich müsste in unserer Geschichte Leia der Hauptcharakter sein. Ja. Aber die ist nicht gut behütet. Hast du mal ernsthaft drüber nachgedacht, wie hier Mama Rolando? Stimmt. Hey, wir haben das erste Mal fast die 300.000 runter. Stimmt. Mama Rolando? Obwohl, sie sagte, ihre Tochter soll ruhig rausgehen und Abenteuer erleben. Sie soll nur Bescheid sagen. Eben. Sie soll Bescheid sagen. Das Problem ist eher Papa Roland. Ist ja kein Problem. Ich hab gefragt, was reißt da um mich rum? Das war Gnome. Ja, das war Gnome. Autsch, autsch. Oh, nein, 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 nein. Nein, falsches Gummi. Was mich also dazu führt, vielleicht ist Leia gar nicht so der perfekte weibliche Hauptcharakter. Weil sie von Papa aufgezogen wurde, behütet. Okay, gut, ja, in dieser Variante könnte es durchaus sein. Ich will Mörsen nicht mich recovern. Ich meine, wo ist das Problem? Es gibt Helikoptereltern, die sind in beiderlei Geschlecht vorhanden. Ja. Sind nicht nur immer Mütter. Das ist wahr.
Okay, also können wir Leia durchaus weiter als unseren weiblichen Hauptcharakter da lassen. Gott sei Dank. Sonst hätten Leute, die jetzt schon angefangen haben zu schreiben, Probleme bekommen. Gaius, warum stehst du nicht auf automatischer Wiederbelebung? Weil du dich um uns gekümmert hast und nicht um Gaius. Gaius, habe ich es ernsthaft geschafft, den Überblick zu verlieren? Ja. Toll. Das ist mir so lange nicht passiert. Geil, schon wieder? Da. Du kommst wieder! Haha, war ich gut. Genau mit einem Luger steht hier gerade. Ach, blödes Vieh. Mida steht eh gleich wieder auf. Richtig, aber es heilt sich ja. Wir machen noch 2,5 runter. Heck. Das Vieh ist nicht schwer, es ist nur nerven. Ganz ehrlich, solange wie dieser Kampf dauert, hätten wir den großen Roman schon verschreiben können. Richtig. Was? Soll ich die Papier und Zettel geben? Ich hab einen Computer vor mir. Von an. Nee, danke, ich muss heilen. Wir brauchen eine Heilerin. Ich tue mein Schnellstes. Hat gereicht. Ich habe eine Schwanzspitze erwischt. Ist egal. Hauptsache, du erwischst es und es tut weh. Ja. Eben, jetzt machen wir es besser. Hab ich eigentlich irgendwas Lustiges an Arzt, was nicht unbedingt... Verdammt, eine Totenglocke. Ja. Ich hab doch noch was anderes. Wirbelnder Angriff. Schnellgang. Wo hab ich den denn gelernt? Zwischendurch mal. Den hast du auch schon mal dreimal benutzt. Den muss nichts heißen. Das kann Computer wieder gemacht haben. Eben. Ich hab doch da ein lustiges Kapitel vorgelesen. Ellie! Das ist meine TP runter, aber das ist in Ordnung. Ellie, steck Tibro ein! Toll, ey, du hast wieder alles versaut. Wenn du das richtig gleich bist, wieder hier. Umdrehen, Mila. Runter da! Das sieht immer so ein bisschen armselig aus. Wir sind nicht armselig, wir sind bloß nicht fähig. Und ich hasse diese Fähigkeit. Die nervt ja auch sehr extrem. Vor allem, wenn sie zweimal hintereinander gemacht wird. Nein, fällt mir nicht in den Rücken. Wieder,
kann so schnell nicht sein. Mach dich bereit. Ich sehe gerade nichts. Aber das schaffst du noch vorher. Ich glaube, es hat nicht mehr gezählt. 40.000 Punkte hier. Fuchs, nochmal! Ja. Fuchs! Du musst nicht warten, du kannst dich immer verwandeln! Wenn du, wenn ich gerade K.O. ist, kann er sich verwandeln. Ist das nicht, wie man dieses Spiel spielt? Nein, meistens weiß ich tatsächlich halbwegs, was ich tue. Also ich habe so ein paar Tastenkombinationen, die kenne ich jetzt. Freue mich darüber, dass sie funktionieren, meistens. Und irgendwie freue ich mich jedes Mal, wenn ich doch gestorben bin, dann sind meine TP wieder aufgefüllt. Inzwischen wird mein Kampfstil sehr TP-lastig. Bei dem Viech ist das durchaus erlaubt. Nein, das ist vor allem, weil ich jetzt drei Arts eingestellt habe, die noch Schwert oder sonst wie Angriff sind. So, das waren nur so beide Schmankerl. Wow, gerade so weggekommen. Also die Bonusfolgen bringen, glaube ich, den Todeszähler in ungeahnte Dimensionen. So ein bisschen, ja. Na komm, wir waren jetzt auch ein ganz klein bisschen fies. Wir doch. Wir haben das Fluch ein bisschen aufwendiger und... Alles läuft nach Plan. Wir hatten einen Plan? Siehst du, ich hatte einen Plan, ihr lebt. Seht ihr, ich hatte einen Plan, jetzt wird garantiert versterben. Ja, ich leider. Aber du lebst. Wow, ist der knapp an mir vorbeigegangen! Dachte schon, die Nurse kommt nicht mehr durch. Komm schon. Selbst wenn ich sterbe, ich steh auf. Niemand stirbt hier. Ich dachte, selbst wenn ich sterbe, ich steh auf. Okay, vielleicht stirbst du, aber... Fuchs. Und das müsste dann noch gewesen sein. Also der war wirklich nicht schwer, der ist jetzt nur nervig gewesen von der verdammten Heilerei. Ach. Luger, do you have my back? Yes. Wilder Goldstaub, den brauchen wir gerade nicht mehr. Was hat er nur 24 Minuten gedauert? Bestes Monster ever! 187.000 Erfahrungspunkte, ist doch mal was. Ay caramba! 50.000 galt! Und nur zwei Leute haben Level Up gehabt. Ja. Da siehst du. Wir haben fast die Doppelkette mal 3. Was ist Doppelkette mal 3? Sechserkette. I've grown stronger still.
I'll keep getting better. Und was ist Sechserkette? Doppelkette mal drei. Und wie kriege ich die? Keine Ahnung. Work on that linked art back there. I haven't felt that alive. Aber hey, years. Vielleicht verstehst du dich jetzt super mit Gaius. Stimmt. Du verstehst dich wesentlich besser mit Gaius als vorher. Oh. Irgendeinen Nutzen musst du das ja haben. Schick die Katze wieder los. Ja, stimmt, deswegen wollte ich die auch rein. Aber wir könnten ihn annehmen, weil also wir die entsprechende... Wenn wir mal bei Fortgang da sind, können wir nach Eisen seines Forts suchen. Oder die Katze losschicken. Richtig. Ich finde, wir brauchen für den nächsten Kampf ein neues Thema. Richtig, dieses Thema ist jetzt ausgelutscht. Das sollte keine Anspielung darauf sein, was in die Fanfiction gehört. Bitte. Das war gar nicht mein Gedankengang, aber okay. Ich dachte, ich definiere das lieber schnell, bevor wir auf Gedanken kommen. Ich komme nie auf Gedanken. Du doch nicht. Ja, fünfte von rechts. Oh, die Augen des Bösen. Uhu. Klingt doch schon gleich viel angenehmer. Ein Wahnsinniger geht um in Seattle. Er entführt Frauen, blendet sie und lässt sie halbtot zurück. Das klingt nach was ich lesen würde. Ich sehe das auch. Es gibt keine verwertbaren Anhaltspunkte. Und so bleibt für die Polizei kaum Hoffnung, den Täter zu identifizieren. Da greift die Polizeizeichnerin Maggie Barnes in die Ermittlungen ein. Sie hat die besondere Fähigkeit, ein Phantombild aus den Schilderungen der Opfer zu entwickeln, obwohl keines je seinen Peiniger sehen konnte. Ein Bakura. So spätestens geht das Monster an. Mhm. Und sie wird alles dran setzen, den Mann zu finden, der sich in ein Raubtier verwandelt hat. Gut, das hat mir tatsächlich eine Frage in den Kopf gesetzt. Welche? In Fenmont geht ein Massenmörder um. Wir wissen, jemand aus unserem Team muss der Täter sein. Wer ist am ehesten der Täter? Was? Erwin. Du glaubst, Erwin wäre ein Massenmörder? Also so ein Serienkiller? Warum glaubst du ausgerechnet Erwin? Weil ich ihn hier als einziges jetzt momentan spontan noch so vorstellen kann. Komisch, ich hätte Muse gesagt. Ich auch! Hätte Muse, meinetwegen auch. Aber es sind meistens die, von denen man es am wenigsten erwartet. Also es ist Ellie. Ja. Wie bringt Ellie dann ihre Opfer um? Sie lässt sie von Tipo fressen. Dark Visitor? Guck's dir doch mal an! Sekunde, kann man haben. Ja, durchaus. Da würden ein paar Köpfe rollen. Und es ist so vielleicht ein bisschen. Zumindest wenn es nicht geht. Ich bin mal etwas abgehauen. Es ist immerhin nicht so, ich werde da unempfindlich. Ja. Nein. Ich meine, der positive Aspekt war, ich bin auch noch hier angeschlagen, Sternchen sehen. Nicht so immer geil, was hier da raus. Das ist sehr nett. Ich glaube, ich weiß, welchen Zukunft du bei uns unbedingt aufrechterhalten solltest. Wiederbelebung, so wie ich das gerade sehe. Echt so. Immerhin waren ihr alle drei tot. Auch hier mit Dunkelheit habe ich nicht. Also ich sag euch mal... Ich habe die Tasten schon angeschlagen. Ja. Nein, doch. Doch. Bindende Sphäre. Bindy! Luga, lass mich in Ruhe. Ja. Ach stimmt, ich bin verwirrt. Mein... Danke übrigens, dass du Luga von mir weggehauen hast.
Also, übrigens, Bindi, ich weiß es wieder. Ivars Schwester als Bindi. Bang, 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 bang. Ich glaube, Gaius arbeitet gerade dran. Ist egal. Mein Job. Lass mir doch von diesem Afro-Gaius nicht meinen Job wegnehmen. Verwirrt. Okay, ja. Nicht mehr. Wo war ich denn? Keine Ahnung. Wo bin ich denn jetzt wieder? Da, ja, ich sehe es. Da, wo es leuchtet. Das Beleuchten bin zwar ich, aber da, wo es leuchtet, bist du auch. Na! Ach, isen! Wer kriegt das eigentlich, wenn ich das nicht kriege? Ich wahrscheinlich. Ich hasse dich. Ich hasse dieses Monster. Ja. Also, wir unterhalten uns jetzt über Thriller. Thriller, ja. Thriller ist eigentlich ein tolles Genre. Vor allem sind wir auch schon mit Ende und alles noch ähnlich. Sind sie meistens, ja. Ja. Also, ich sehe da keinen großen Sinn zwischen Krimi, Thriller und all diese Differenzierungen. Richtig. Das spielt auch alles so. Ich bin schon wieder tot. Ineinander über. Die anderen sind aber erstmal verwirrt, das war wichtig. Ich kann keinen Weg. Ja, der Übergang ist da wirklich ein bisschen fließend. Ich sollte nicht versuchen, wieder, wenn sie am Boden liegt, mit Ananas-Gummis zu füttern. Mit Lass Mila! Kann nicht! Ja, jetzt kann ich. Ich sage dazu nur eins. Kokosnusscreme! Danke, Luga, ich werde dich jetzt hauen. Okay, ich hau doch wieder auf uns. Luga, du hast die schöne Wahl, Leute wieder zu beleben. Oder Leute wieder zu beleben. Oder Leute wieder zu beleben. Such dir eins von den dreien aus. Oh, du hast dich entschieden, Leute wieder zu beleben. Interessant. Ich bin aber verwirrt. Ich auch. Elli, mach was! Ich tu mein Bestes. Sterben. Aber ich stehe wieder auf, ist kein Problem. Mila, das war schön, aber das war unnütz. Ich komm zu nix. Also ich bin tot. Ich auch. Du gleich auch, wenn du jetzt nicht ganz schnell was unternimmst, ist der Kampf vorbei. Du hast nicht schnell genug was unternommen. Richtig. Also ich sag's mal so, dass 96.000 Punkte Monster hat uns einfach überrumpelt. Das war ein Problem. Hasse ich drauf. Ja. Es hat mein Gleichgewicht gestört. Ja, nach dem Weihwind, glaube ich, waren wir etwas nachlässig geworden. Weil das ein bisschen... Ja, ich war unvorsichtig. Ich habe am Anfang den dunklen Besucher gewirkt, anstatt sofort das Gleichgewicht aufzuerhalten. Machen wir dann Schluss oder versuchen wir es nochmal? Also mir ist das eins. Versuchen wir es nochmal. Also kann ich wiederholen. Oh, richtig. Und diesmal beginne ich sofort damit, das Gleichgewicht aufrechtzuerhalten. Okay. Das Gleichgewicht der Heilung ist... Geh eben auf Arzt für Miller. Fragil. Links war das. Das Gleichgewicht ist nicht gut, wenn ihr verwirrt seid. Nein, ey. Ich habe es auch nicht benutzt, wenn ich verwirrt bin. Ich habe versucht, mich da rauszuhauen, damit ich Ellie in Ruhe lasse. Das ist merkwürdig. Gaius lebt nicht. Nein, das wollte ich nicht. Please, du musst auch tun, was ich sage. Das
kann durchaus sein, dass ich das gesagt habe, aber... Okay, jetzt ist mal schnell das. Mieter darf nicht verliert werden. Okay, das ist ein anderes Gleichgewicht. Ein anderes Gleichgewicht. Ah. Ist das... Das ist kein schönes Gleichgewicht. Oh, wolltest du wen verwirren? Und glaub, das hat nicht geklappt. Ich glaube, nein, ich wollte das nicht zu dir sagen. Wiedersehen. Ich habe mit mir selbst geredet. Ich wollte gerade Leute verwirren. Ich beleidige mich gerne selber. Das tat doch schon mal gar nicht so easy. Das tat übel, aber... Geil, bleib liegen. Ich habe genug mit uns dreien zu tun. Fuchs, musst du mir eigentlich meine Motivation nehmen? Ich hab's ja schon nicht gesagt. Bereitet es dir so große Freude, mich leiden zu sehen? Konzentration. Ja, weil das wieder ein Schusskästchen erzählt. Nein, ich glaube, ich könnte gerade auch nicht sehr viel reden. Ich habe gerade ein großes Problem. Ich bin dafür verantwortlich, dass das hier einigermaßen flüssig läuft. Du hörst ja, wenn das ausartet. Ja, ich vor allem sehe ich es. Ich bin verwirrt. Ich bin beschäftigt. Bist du nicht? Doch, war ich eigentlich so. Meinte Ellie. Mit von wegen. Mila nicht gerettet? Nein. Kannst du nichts für, Fuchs? Hör auf, dich für Sachen zu entschuldigen, für die du nichts kannst. Es ist ja nicht so, als würdest du denken, boah, ich lass mich jetzt verwirren. Wenn du dir das dabei gedacht hast, dann ist denn... Würdest du dich entschuldigen, aber... Dann wäre deine Entschuldigung auch wirklich angebracht. Da steht noch was von Pizza, oder? Ja, ein Stück Lasagne, kalte. Das ist ja relativ egal, ob die warm oder kalt ist. Ich sterb wieder. Weißt du was? Tu ich nicht. Was war das jetzt? Keine Ahnung, ich hab nicht drauf geachtet. Ich hab nur gesehen, dass du plötzlich tot warst und ich mir gedacht habe, warum eigentlich? Naja, ich bin in Arrivederci reingerannt. Nein, ich meine Lu. Lu war plötzlich tot. Lu war plötzlich tot? Ja. Das Vieh hat mich so, genau so eingeschlossen und dann war ich tot. Ja, ich auch.
Also, ich habe Gaius quasi effektiv aus diesem Kampf entfernt. Gaius hat hier nichts mehr zu suchen. Nicht in meinem... Dafür. Ich weiß. Und mein Ring wirkt gerade nicht. Und ich kann nichts tun. Das ist jetzt eine strategische Frage. Ja, erst auf dich. Gut, erst auf Lu. Eben, ich brauche Lu, der mich beschützt. Beziehungsweise wieder mit dem. Richtig. Was jetzt geht. Du belebt mich wieder. Das war die Strategie. Ich musste Lu holen, damit ich was machen kann. So, weiterhin gilt, ja, es hat in meinem Kampf nichts verloren. Je weniger ich von euch beobachten muss, desto einfacher ist das. So, jetzt haben wir kurz den Moment Zeit, dass Gaius so bekommen kann. Denn das Problem ist, eigentlich brauchen wir ihn ja doch, damit wir die Leistung kriegen. Ich fäng das Spiel auch noch damit an. Cool. Die Bierungen sind auch schon mal gemacht. Hallo Elle. Ich sehe keine Elle, die möchte ich ja auch nicht sehen. Gesundheit. Danke. Ich sehe schon, das wird wieder ein extrem spannender Kampf. Ja. Ich muss hier weg. Ich bin tot. Und ich stehe gleich wieder. Ich bin tot. Wenigstens habe ich das noch vorher loskriegen können. Es gibt Dinge, die muss eine Heilerin tun. Heilen gehört eigentlich dazu. Wow. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass ich diese Wiederbelebung schaffe. Die Heilerin opferte ihr Leben. Da. Weg hier! Noch. Sie hat mich getroffen, es war nur nicht so schlimm wie befürchtet. Es ist schön, dass du bei Ellie bist, immer nur irgendwelche deiner. Wikes. Also seine Gefährten heißen also Wikes. Die Strahlenhoher, nee, die Weihwindkinder sind Wikes. Ich bin verwirrt. Ich auch. Wir sind alle verwirrt. Ich bin tot. Ja, du bist nicht. Ja, ist aber noch tot. Ellie ist aber auch tot. Aber Ellie lebt wieder. Eddie, tuch mal deinen Schirm zur Seite und hol mal Hilfe. Nein! Ich sterb gleich wieder. Ja,
sein dürfen. Ein bisschen stabil war nicht. Unsere Hüten sind so viel Geld noch, oder? Ja. Ich wollte nur mal für den Fall gefragt haben. Bei dem Vieh hilft irgendwie... Zauberabwehr vielleicht? Ja. Zauberabwehr und wenn er ganz viel laufen. Ja, wenn du es angreifen willst, kannst du nicht ganz viel laufen. Über diese seltene Gabe verfügen die wenigsten von uns. Wenigstens greife ich es hin und wieder mal an. Du da? Ich schütze mich vor dem Arrivederci. Okay, das Arrivederci habe ich jetzt nicht mehr abfangen können. Wow, ich bin verwirrt. Darf ich erst wieder entwirren? Wenn du glaubst, dass du dann lange noch überlebst, um mich wieder hochzuholen. Ich lebe noch. Nicht dahin, Luga. Nein, habe ich auch gemerkt. Power-Treffer hat 33 Schaden gemacht. Meiner? Ja, das ist mir egal. Ich bin über dieser blöden Glocke geblieben, dadurch, dass ich in der Luft war. Genau, nimm dir Luga vor, ich mach dann gleich das dagegen. Das wollte ich eigentlich nicht dagegen machen, aber hier kriegst du den letzten. Oh, danke. Nein, ich wollte mich nicht selber wieder bilden. Elli, du bist ein merkwürdiges kleines Mädchen. Wir haben zwar noch nicht Stufe 3 oder 4. Aber wir sind gerade über jeden Schaden glücklich. Richtig. Und 20.000 sind haben und nicht haben 40.000. Insofern. Nein! Kein Problem. Natürlich, hier auf mich. Weißt du, wie glücklich ich über mein mystisches Emblem bin? Ja.
Das war's. Ich sollte mich erheimen. Eddie wird nicht sterben. Eddie, wo willst du hin? Sie ist entwirrt, ich drücke auf Freilaufen und sie läuft schon gerade den Gegner. 2, 1, Risiko! Ja, das lock ich momentan auch noch. Das war's. Ich kann nichts mehr. Immerhin steht Lou nochmal auf. Eben, Lou zeigt uns nochmal seine Glorie, Glazie, was auch immer. Wie viel muss er denn noch gucken? Ach, sie muss nur noch 6 oder 17.000. Ja, dann. Laufen, warten, laufen, warten. Luga gegen das. Der verwirrte Luga gegen das nicht verwirrte Monster. Du stehst jetzt wieder auf. Und wie gesagt, du hast ab Stufe 2 die mystische. Kommt noch Nummer 3? Nein. Halleluja. Dann darfst du diesen sinnlosen Move für dich auch noch gerne öfters machen, dass ich noch. Du stehst, bist zwar vergiftet. Jetzt habe ich wieder, will nicht stehen bleiben. So, das ist ein Kampf. Das ist ein Stop-and-Go-Kampf. Das war's. Okay. Nee. Nein. Nee. Ich mach noch die Schmelzspeicherspaten und dann in einen Stadt, dass man da speichern kann. Die Schmelzspeicherspaten? Ja, die Schmelzspeicherspaten. Boah, Schmelzspeicherspaten. Was kannst du damit alles einbuddeln? Ach, Spaten? Ich dachte an Spaten wie in der Zeitung. Meinetwegen auch diese Spaten. Leia schreibt die neue Schmelzspeichersparte. Nur beim Triglepher Tagblatt. Richtig. Das ist sehr lustig, dass Fuchs immer in Fenmon speichert. Wo speicherst du immer? Dingens. Hamil. Vegetables and fish are good, but there's just no topping chicken. Da kommst du nicht durch. Ich habe auch schon lange die Laufentaste eigentlich losgelassen. Wieso, wo speicherst du denn so? Sheraton. Ich fliege immer nach Sheraton und gehe dann zur, Teil des Höhlenstraßengedöns Teil. Mhm. Nein, ich gehe gerne zu Hamil und gehe dann bei Ellie schlafen. Ja, schlafen tue ich da so gut wie nie irgendwo. Ich glaube, von allen Orten haben wir jetzt alles. Es fehlen uns nur noch die Katzen, die da noch wären. Und ich gehe davon aus, dass wir manch einen Ort noch nicht haben. Richtig. Sonst hätten wir mehr als 73 Katzen. 73. Ja. Bring eine Katze mit. Demnächst. Irgendwann. Eventuell. Wenn wir nochmal uns entscheiden sollten, das hier anzuschmeißen. Weil das waren jetzt auch schon wieder 6 Stunden Bonusaufnahme. Oh Gott. Also ich bin mit Material überversorgt. Das will kein Mensch sehen. Eben, ich mache einen Zusammenschnitt der besten Szenen, zum Beispiel Diskussionen über einen Schundroman. Das wird eine eigene Folge an sich. Das wird quasi ein eigener Spielfilm. Und wenn sich interessante Schauspieler finden, dann nehme ich auch gerne den Spielfilm an. Nee, ich will mir das nicht angucken. Nein, ich auch nicht. Das ist ja schlimmer als so ein Rosamunde-Pilcher-Schmonzetten-Gedöns. Okay, wenn uns jemand das Drehbuch schreibt, würden wir es dann spielen? Nein. So viele Rollen, wie ich lese, kann ich nicht übernehmen. Okay, das ist wahr. Naja, gut. Dementsprechend, das waren Bonusaufnahmen ohne Ende, bald 7 Stunden.
Ja. Ich würde sagen, erstmal hat dieses Spiel eine Pause von uns verdient. Richtig. Ja. Das tut dem Spiel bestimmt auch gut. Eben, dann muss es nicht mehr unseren ganzen Stuss ertragen. Das ist bestimmt besser so. Wow. Ja, wir bedenken, wir haben heute mit Level 70 angefangen. Was denn? Wir haben ja auch bloß 14 Monster oder so. Ja, und das... Und du hast Liebe. Daddy getötet. Was? Du hast Daddy getötet. Ja, warum bringst du eigentlich dauernd deinen Vater um? Was heißt hier, dauernd? Herz nur einmal getan. Ich wollte gerade sagen, warum dauernd? Was ist einmal nicht getan? Genug? Naja, und in dem Sinne würde ich sagen... Entweder kommen hier demnächst nochmal Folgen, oder aber dann bis zum nächsten Projekt. Insofern, ja. Bis dahin und tschüss und bye bye. Ciao. Wiedersehen.